Strömungslehre, das ist heute unser Thema. Und ich habe geschrieben, oder warum fliegt ein Flugzeug? Flugzeug, ich habe es kurz abgekürzt. Wir haben vorher, damit wir da besser zurande kommen, habe ich vorher nochmal einen Versuch gezeigt. Und zwar, hier haben zwei Mann gezogen, wie die Teufel, und haben versucht, dieses 5 Kilogramm Gewicht hochzuheben. Und wir haben gezogen, wir haben es wirklich nicht gerade gekriegt. Und wir, also mein lieber Assistent und ich, wir haben ja wirklich ganz schön Kraft, müssen wir beide sagen, ne, wir sind ja keine Schlappschwänze, es war nichts zu machen. Wir kriegen es einfach nicht gerade. Was dahinter steckt, ist ganz einfach, ich habe hier eine bestimmte Gewichtskraft, das wären rund 50 Newton. Ich mache mal den Pfeil so lang, wie er hier ist gerade. Das heißt, so lang wie der Pfeil ist, man sagt auch Vektor dazu, das entspräche einer Gewichtskraft von 50 Newton, ungefähr, nicht ganz 5 Kilogramm mal 9,81 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, heißt dann Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde Newton. Kürzer, ne, zu Ehren des großen Newton. So, und so lang wie der Pfeil ist, sage ich, das entspricht 50 Newton. Und damit, weil wir hier auch gezogen haben, sagen wir hierzu, ich mache die mal rot, den Pfeil spare ich mir mal. In dieser Richtung liegt F-Zug 1 und in dieser Richtung dann F-Zug 2. Das lässt sich, glaube ich, ganz leicht nachvollziehen. F-Zug 2, also der zweite Mann. Das war hier, das war ich. Ach nee, das war der Assistent und das war ich. Oder umgekehrt. Und wenn man jetzt sagen will, na gut, und wie doll haben wir denn gezogen? Wir haben gezogen mindestens das Doppelte, haben wir gedacht, so irgendwie sowas. Aber so richtig kann man es nicht bestimmen, dann braucht man bloß eins zu machen. Dann misst man in der Realität hier diesen Winkel und zeichnet sich das auf, wenn man es nicht ausrechnen möchte, überträgt das ins Heft und sagt, diese Strecke hier entspricht 50 Newton, dann müssen sich hier irgendwelche Streckenlängen ergeben, die dann das wahre Gewicht, die dann die wahren Zugkräfte darstellen. Also dieser Winkel, nennen wir mal Phi oder wie auch immer, der dient jetzt nur zum Zeichnen. Und jetzt macht man Folgendes, jetzt sagt man, naja, da man sogenannte Vektoren auch verschieben kann, könnte man ja auch diesen blauen Vektor hier oben hin verschieben. Man muss immer nur darauf achten, dass der parallel verschoben wird. Und parallel heißt auch in seiner eigenen Richtung verschoben. Das ist also auch nicht weiter schlimm. Das ist ein besonderer Fall von Parallelität. Und jetzt mache ich was anderes. Das mache ich mal vorläufig in lila. Ich verschiebe mal den rechten von F-Zug 1 hier einfach oben hin. Und zwar diese, nur die Wirkungslinie. Ich weiß noch nicht, wie lang die wird. Ich hoffe, das gelingt einigermaßen, jetzt freihand darzustellen. So, und das gleiche mache ich mit F-Zug 2, also auch wieder parallel verschoben. Na, das war nicht ganz so getroffen. Okay, ungefähr. Und wenn ich jetzt sage, ich verschiebe die Wirkungslinien so weit, bis sie sich mit den ursprünglichen gekreuzt haben, dann kann ich tatsächlich sagen, gut, dann ist von hier bis hier F-Zug 1 und hier F-Zug 2. So lang sind die. Und wenn die so lang sind, dann kann man das dann mit mathematischen Mitteln berechnen, beziehungsweise wenn man das schön sauber ins Heft mit sauberen Winkel übertragen hat, dann kann man sagen, okay, dann messe ich eben einfach ab. Und wenn ich sage, das sind 50 Newton lang, dann ist diese Länge ähnlich. Also müsste F-Zug 2 rund 50 Newton sein und F-Zug 1 auch. Also könnte ich auf so eine ganz einfache Art und Weise Kräfte ermitteln. Ungefähr, ne? Ungefähr. Ich muss hier rundschreiben, weil es ja jetzt sehr geschmiert ist. Lässt sich, glaube ich, nachvollziehen, das wäre Zufall. Wenn ich das jetzt noch steiler gezogen hätte, also praktisch den Phi noch größer gemacht hätte, diesen Winkel, hätten sich wahrscheinlich größere Kräfte ergeben. Und von der Erfahrung her wussten wir beide, wie wir gezogen haben, dass das wirklich so ist. Das brauchen wir dann mal. Also dieses Verschieben und Verlängern und sich kreuzen von Vektoren und so weiter. Das brauchen wir dann mal, wenn wir uns damit beschäftigen, warum fliegt ein Flugzeug. Das ist das Wichtige. So, jetzt hatten wir, ich mache mal kurz Pause, diskutieren wir das alles erstmal in Ruhe durch. Wir haben eben Folgendes geklärt. Wenn man dieses Experiment, das ist ja gar nicht groß ein Experiment, wenn man das wirklich erreichen wollte, dass wir beide so stark ziehen, ich mache es jetzt mal so, dass ich noch immer versuche, einen kleinen Winkel hier drin, na, das war noch nichts, zu lassen. Wenn wir beide so stark ziehen, dass sozusagen das Seil schon fast gestreckt wäre, dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt diese Gewichtskraft nochmal nach oben verlängere und dann sage, okay, dann versuchen wir das mal mit dieser
Kreuzung, indem ich hier diese Wirkungslinie verschiebe, dann wird diese immer länger, immer länger, immer länger. Und wenn sie wirklich, wenn das Seil wirklich gestreckt wäre, wären die sogar parallel. Das heißt also, wir müssten hier unendlich viel Kraft aufwenden. Das wäre hier schon sehr viel Kraft. Das würde sich hier irgendwo weit außerhalb des Bildes irgendwann mal kreuzen. Und das habe ich noch nicht mal richtig gemacht. Das bloß mal nebenbei. So, was hat das Ganze mit der Fliegerei zu tun? Wir nehmen uns mal in Gedanken jetzt ein Flugzeug. Das fliegt jetzt meinetwegen von hier nach da. Hier hinten haben wir ein Leitwerk. Und hier haben wir einen Flügel. Auf das Triebwerk verzichte ich jetzt mal. Das müsste ich jetzt auch noch aufmalen. Hier vorne sitzt jemand drin und passt auf, dass er nicht runterfällt. Und dann geht das los. Dann haben wir verschiedene Kräfte. Und zwar das Flugzeug selber. Ich male jetzt mal hier ungefähr den Schwerpunkt des Flugzeuges hin. Das heißt also, wenn ich das Flugzeug auf eine Nadel hier stellen würde, dann würde das Flugzeug nicht nach vorne und nach hinten links, nicht nach links und rechts fallen. Ich sage einfach mal, das wäre der Schwerpunkt. Ich tue mal so. Und wir wissen, dass das Flugzeug auch eine bestimmte Gewichtskraft hat. Wenn wir jetzt hier schon im großen Tonnenbereich liegen, dann entsprechend rund mal 10, dann kann man sich das in Newton vorstellen. Ne? Also, oder Kilonewton müsste man dann schon sagen. So, und dieses Flugzeug hat also eine bestimmte Gewichtskraft. Und wenn es geradeaus wirklich fliegen kann, braucht es eine Kraft, damit es oben bleibt. Nennen wir die ganz einfach Auftriebskraft. Und damit es nicht hoch und nicht runter fliegt, also nicht sinkt oder steigt, müssen die beiden Kräfte gleich sein. Ist das bis dahin logisch? Die andere Sache, die kennen wir alle vom Fahrradfahren. Wir haben eine bestimmte Kraft, die ist wirklich böse zu uns. Und zwar ist das der Windwiderstand. Sagen wir einfach dazu Widerstandskraft. Wenn jetzt die Widerstandskraft alleine da wäre, würde das Flugzeug immer langsamer werden. Das geht nicht. Also brauchen wir wieder was Ausgleichendes. Und das, was ausgleicht, damit das Flugzeug nicht jetzt im Moment nicht schneller fliegt, ist die Schubkraft des Triebwerkes, was ich jetzt hier nicht reingemalt habe, damit das nicht so unübersichtlich wird. Lässt sich das noch einigermaßen so darstellen? Jetzt hatte ich allerdings gesagt, die Auftriebskraft wirkt genau gerade nach oben. Das stimmt nicht ganz. Aber jetzt erstmal zur Vorstellung muss das genügen. Machen wir jetzt noch betrachten wir noch eine andere Geschichte. Also wenn ich sage, die Auftriebskraft ist etwas geringer geworden, dann würde das Flugzeug langsam sinken. Denn die Gewichtskraft, die bleibt, da kann man nicht sagen, die Gewichtskraft wird geringer. Sie wird geringer, weil ja während des Fluges andauernd Treibstoff verbraucht wird, der dann letzten Endes das Gewicht ein bisschen kleiner macht. Das heißt, zum Schluss brauchte man was, wenn das Flugzeug fast leer ist. Nebenbei, bei Verkehrsflugzeugen geht es gleich um Tonnen von Treibstoff. Tonnen. Das ist also richtig viel Treibstoff drin. Was könnte man sagen? Wir starten heute in Paris, fliegen über einen großen Teich nach New York. Und kurz vor New York ist der Sprit fast alle. Wir kommen noch sicher an, aber der Sprit ist fast alle. Was könnte man zum Thema Gewichtskraft sagen? Ich mache mal wieder Pause. Jetzt haben wir es durchdiskutiert und haben gesagt, naja, dann müsste ja eigentlich, denn wir haben vorher einen Versuch gemacht, ich werde diesen Versuch mal am besten aufzeichnen. Und zwar mache ich hierhin mal einen Link. Kennt ihr ja von den Videos. Dann müsste er eigentlich etwas langsamer fliegen können. Kann er aber nicht. Er muss seine Geschwindigkeit halten, damit er pünktlich ist und so weiter. Und über die Zusammenhänge kommen wir dahin. Hier zu diesem Link nochmal, also hier, da zeige ich nochmal ganz kurz ein Experiment, was das alles mit Strömung zu tun hat. Und das werden wir dann im Einzelnen betrachten. So, ich mache jetzt an dieser Stelle das Video dicht. Es geht dann auch weiter. Da werde ich dann einen anderen Link noch hier einbauen, wo es zum nächsten Video geht. Aber man sieht das ja, ich nummeriere die ja durch.